Die Uhr tickt. Nur noch wenige Stunden haben alle Bundesligisten Zeit, um personell noch einmal nachzulegen. Denn morgen um Punkt 18 Uhr schließt das Transferfenster und danach heißt es, nichts geht mehr. Während der VfB Stuttgart und RB Leipzig jeweils an einer Rückholaktion basteln, hat der VfL Wolfsburg ein junges Talent aus Frankreich ins Visier genommen. Last-Minute-Deals. Diese 10 Bundesliga-Wechsel könnten noch stattfinden. Landen die Sachsen bei Ademola Lookman eine Punktlandung? Der talentierte Offensivspieler, der im Rahmen der Vorsaison an RB Leipzig ausgeliehen war, gilt bereits seit geraumer Zeit als absoluter Wunschspieler von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. Die Ablösesumme, die der FC Everton für sein Juwel aufrief, war den Bullen bislang zu hoch. Mittlerweile scheinen aber beide Clubs auf einen gemeinsamen Nenner gekommen zu sein. Der VfL Wolfsburg will offenbar kurz vor Schließung des Transferfensters noch einmal tätig werden und sich die Dienste von Maxwell Cornet sichern. Wie der Kicker berichtet, soll der Flügelstürmer von Olympique Lyon rund 17 Millionen Euro kosten und bei den Wölfen einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschreiben. Timothy Chandler wird der Frankfurter Eintracht monatelang fehlen. Der 28-Jährige fällt mit einem Knorpelschaden mindestens ein halbes Jahr aus und reißt eine Lücke auf der Position des Rechtsverteidigers auf. Diese könnte nach neuesten Medienberichten Kevin Mbabu schließen. Der Schweizer steht noch bis Mitte 2020 bei den Young Boys Bern unter Vertrag und soll die Eintracht rund 9 Millionen kosten. Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive ist Hannover 96 beim AFC Sunderland fündig geworden. Wie die Bild schreibt, stehen die Niedersachsen unmittelbar vor der Verpflichtung von Papiji Lobodji. Der 29-Jährige, der im Rahmen der Saison 2014/15 für ein halbes Jahr an Werder Bremen ausgeliehen war, steht bei den Black Cats noch bis Sommer 2020 unter Vertrag, spielt dort allerdings keine Rolle mehr. Aufgrund des Überangebotes im zentralen Mittelfeld könnte Berkay Özcan den VfB Stuttgart noch in dieser Transferperiode verlassen. Im Raum steht derweil eine Einjahresleihe in die zweite Liga zum Hamburger SV, der offenbar Interesse zeigen soll. Auch Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg soll den Spieler vor einigen Wochen ins Visier genommen haben, zu einem Abschluss kam es aber nicht. Er greift Dortmunds Publikumsliebling Shinji Kagawa die Flucht nach Spanien? Der Japaner spielt unter Neutrainer Lucien Favre anscheinend keine Rolle mehr, gehörte gegen Greuther Fürth im DFB-Pokal und zum Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig nicht einmal dem Kader an. Laut spanischen Medienberichten soll der FC Sevilla sein Interesse an dem Mittelfeldstrategen bekundet haben. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärte indes, ihm liege kein konkretes Angebot vor. Greift 1899 Hoffenheim noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie englische Medien übereinstimmend berichten und TSG-Coach Julian Nagelsmann mittlerweile bestätigte, sind die Kraichgauer an Reiss Nelson interessiert. Der 18-jährige Offensiv-Allrounder soll zunächst seinen im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag beim FC Arsenal langfristig verlängern und anschließend nach Hoffenheim ausgeliehen werden. Bayerns Juan Bernat steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Nachdem letzte Vertragsmodalitäten geklärt werden konnten, steht dieser Tage nur noch der obligatorische Medizincheck aus, der laut Sky-Informationen am Deadline-Day über die Bühne gehen soll. Der Spanier, der die Münchner nach über 4 Jahren verlässt, soll beim Scheich-Club einen 3-Jahres-Vertrag unterzeichnen. Nach 3 Jahren neigt sich die Liaison zwischen Offenbach und Hannover 96 dem Ende entgegen. Wie die Bild berichtet, soll der Däne im Fokus von Zweitligist Holstein Kiel stehen und die Niedersachsen noch in diesem Sommer verlassen. 96-Manager Horst Held hatte bereits mehrfach betont, dass der 25-Jährige, der im Rahmen der Vorsaison an Greuther Fürth ausgeliehen war, keine Zukunft in Hannover hat.
kehrt Carlos Mane zum VfB Stuttgart zurück. Wie portugiesische Medien berichten, planen die Schwaben, den Rechtsaußen erneut auszuleihen. Bei seinem aktuellen Club Sporting Lissabon spielt der 24-Jährige nur eine Nebenrolle, der VfB wiederum sucht dieser Tage noch nach Verstärkung für den Flügel.